treffe mich. Hallo und zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, weiter geht's mit der Quest Dunkelgeheimnisse der Erde. Begib dich zum Zitadellenhof. So, da wollen wir doch jetzt mal hingehen. Augenscheinlich überlassen wir jetzt den Wilden unsere Angelegenheit. Oh, hier, richtige Armee schon. Zeiten der Verzweiflung. Mit deren Haus hier. Was ist das für einer? Grüßen. Dann grüßen wir mal. Sei vorsichtig. Man weiß nie, mit wem man es zu tun hat. Karcha. Ja. Kämpfen die noch gegeneinander? Kann man den killen? Nee. Uthet, ein Verräter? Das muss ein schrecklicher Fehler sein. Kann ich noch nicht angreifen? Wäre geil gewesen, wenn ich die Obelie gekillt hätte. Die Abtrünnigen haben einen Krieg vom Zaun gebrochen und jetzt wollen sie, dass wir klein beigeben? Wenn ihr dann ein bisschen Spaß mit der Folge habt, würde ich mich sehr, sehr am Ende drüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Like oder auch ein Abo. Alles sehr, sehr gern gesehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich das Vieh abschießen. Nee, das geht nicht. Okay, dann sparen wir uns lieber mal die Pfeile. Wie viele Lohbehälter haben wir denn jetzt schon wieder? 18. Okay, dann können wir wieder ein bisschen was herstellen dann. Ich habe keine Zeit, mit Fremden zu reden. So, okay. Gehen wir doch weiter. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Sölden. Gar nichts mehr. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Da sollen einen der ihren suchen. Ja, jetzt kommen sie aber alle rein, stimmt. Okay, was gibt's hier? Mein Gott, die haben eine Rüstung auf. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen. Den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Bitte? Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthet. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthet ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. 500 Scherben? Also, bin ich schlecht eigentlich. Der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Ha, sie wollen, dass wir... Neue Nebenquest? Boah, da habe ich ja auch noch so viel offen, ey. Waffenlager... Verräterkopfkelt... Rede mit Vanasha... Das ist das altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Okay. Nee, wir machen jetzt erstmal diese Hauptquest weiter. Er ist ziemlich beeindruckend. Aber gestern ist er nicht aufgetaucht. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Wie soll ich da rüberkommen? Hier rüber oder was? Boah. Sag jetzt, ich muss da raufspringen. Ey.
Siedlung verlassen, Sonnenfall. Nee, ich wollte nicht runter. Nee. Ja, genau. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ja, mach ich doch. Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Naja, keine Ahnung. Darf ich da reingehen oder nicht? Nicht, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ach, scheiße, machen wir einfach kommen. Okay. Ab in die Tiefen. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Ja, okay, das wird bestimmt wieder so eine Art Scan sein. Identity-Scan wird durchgeführt. Voila. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. Mei. Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... What the fuck? Man kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Ich glaube, dass der Silence auch ein bisschen eine Klatsche hat. So, erkundet die Projekt Zero Dawn Anlage. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Ja, ist klar, dass das Haufen Fehler sind. Ich meine, das war ja. Vielleicht eine Eingangshalle? Doch schon Jahrhunderte. Etwas Vorrat. Machen wir mit Tür auf. Auf die Tür. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Vorstellungsraum 1. Dort erwartet sie eine wichtige Nachricht zum Zweck ihres Besuchs. Okay. Was?
Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeladen. So, schauen wir doch mal. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Oh. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Das stimmt, ja. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Mhm. Harris, Ende. Es sind praktisch die ganzen Truppen in den Tod geschickt worden, nur um mehr Zeit zu verschaffen, dass anscheinend die Miss Sobeck hier irgendeinen Weg findet, die Invasion aufzuhalten. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Okay. Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Wo sind denn die? Okay, da. Einer, zwei, drei. Entdeckt. Ein Mädchen! Sie ist bewaffnet! Na, geh halt da hoch, Mensch. Kann ich hier drin das nicht benutzen, oder was? Nein.
irgendwie schauen, ob ich die ausschalten kann, hier, Penner. Hier dürfte kein Problem sein. Aber der blöde Boss da, der wird ein bisschen mehr Power haben. Aber ich bin ja nicht blöd. Wunde. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Betritt den Vorstellungsraum. Aber erstmal schauen wir mal, was die überhaupt mit dabei hatten. Verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Terraforming? Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Ah, oh, geil. 60 Jahre. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere
Zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut. Und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt und am wichtigsten von Fehlern, die wir gemacht haben. Fuck. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Also, die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharao-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Krasse Wendung in der Story. Wahnsinn. Geiles Ding aber. Richtig geil gemachte Story. Zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe... Das hält sich. Okay, dann gehen wir da rein. Eindringling, schnappt sie! Egal, was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Klar, dass wir nicht herkommen. Down. Ja.
Na, das hören wir uns dann später mal an, würde ich sagen. Oder? Ah, vollkommen. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend, oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform. Gibt es noch einen anderen Weg? Rahmen. Das hatte ich schon mal. Aber es ist auch ich so. Ich brauche nur mein Fokus. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus. Aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache. Das von allen Leuten in diesem Auditorium? Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn, nein, Ma'am, das nicht. So, versorge die Tür mit Strom. Zeigen dir vor der Einstellung aus. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, hä? Okay, links, oben, links. Links, oben, links. Links, oben, links, unten, rechts. Wenn es die richtige Reihenfolge dann ist. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Welche Tür? Die da, okay, die ist offen. Aber erst nehmen wir uns noch hier Medizin mit. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Türen, machen dann aber an der Stelle einen Cut und schauen uns dann in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch natürlich ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar, Like oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays und Folgen. Ciao, ciao, euer Andi.